Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute meine Januar-Favoritin für euch. Wie gefallen euch übrigens meine Haare? Beziehungsweise die Haarfarbe. Die ist neu. Ich habe sie endlich so hinbekommen, wie ich es lange haben wollte. Also ich bin sehr zufrieden. Was sagt ihr? Wenn ihr fragt, was ich benutzt habe, ich werde morgen einen Blogpost dazu veröffentlichen mit den ganzen Produkten. Also es ist jetzt nichts so Neues, aber falls ihr euch halt fragt, dann ist es da schön aufgelistet. Also schaut auf meinem Blog vorbei und schaut auch so auf meinem Blog vorbei, weil da gibt es fast tägliche Updates, also auch Reviews und auch Outfit-Posts. Ja, bisschen Eigenwerbung muss schon sein. Ich war voll auf Körperpflege im Januar, ganz klar, weil ja, einfach von der Kälte, meine Haut war ziemlich trocken und das waren die Wundermittelchen, die ich benutzt habe. Und zwar einmal von Soap & Glory, das Flake Away Body Scrub. Ich war ganz froh, das wieder gekauft zu haben, weil ja, es ist eins, also mitunter mit dem Coralie Divine Scrub, mein liebstes Body Peeling. Ich mag hier den Duft sehr gerne. Also viele sagen, es riecht so nach Miss Dior. Und es hat sehr viele und feine Peeling-Körnchen, was ich sehr gerne mag. So schrubbt es nicht zu hart, aber es nimmt sehr gut alles runter. Also man merkt, danach ist die Haut richtig schön weich, zart und der Duft bleibt auch. Und die Haut ist nicht so trocken danach, sondern es hinterlässt so einen leichten, naja, nicht so richtig Film, aber so eine pflegende Haut hinterlässt es einfach. Also das benutze ich immer. Und dann habe ich für mich neu entdeckt in der Drogerie von Balea das Softöl Balsam. Und ich sage euch, also das ist für trockene Haut. Es ist ein Wundermittel, wirklich. Also ich habe zwar im Gesicht Mischhaut, aber meinem Körper, besonders jetzt im Winter mit der Heizungsluft etc., richtig trockene Haut und das ist ein Wundermittel. Hoch 10. Das ist eine Lotion, wirklich so von der Konsistenz auch wie eine Lotion, aber man merkt, dass da eben Öl drin ist. Und danach ist die Haut so richtig schön weich und das geht auch bei den trockensten schnell, selbst an den Füßen. Also das ist als Geheimtipp, probiert das mal an euren rauen Füßen aus. Die sind weg. Also danach habt ihr wirklich weiche Füße oder überhaupt ganz weiche Haut. Das ist wirklich ganz toll und gerade für den Preis, noch nicht mal 2 Euro kostet das Teil. Also da kann man nicht meckern. Genau, dann ein Duft, den ich euch in meinen Jahresfavoriten das letzte Mal gezeigt habe. Das ist hier von Demeter, das Sunshine. Oder was ist das eigentlich? Ein Cologne Spray, genau. Und ja, es riecht halt voll so nach Sommer und ich sprühe das immer hier so auf den Nacken. Also nur so ein Spritzer auf den Nacken und es reicht schon den ganzen Tag. Es hatte halt nur so ein, man riecht immer so eine kleine Brise irgendwie. Es ist nicht so übertrieben einfach, das mag ich nicht so gern, sondern immer nur so ein kleiner Hauch. Und ja, meinem Freund gefällt es auch sehr gut, was immer ganz gut ist. Ja, und es ist halt so Sommer und es hebt so die Stimmung etwas in dem trüben Januar, obwohl heute extrem die Sonne scheint. Yeah. Genau, eine Mascara, die habe ich zum Testen bekommen von Manhattan. Das ist die Super Size Volume Delight Mascara. Da habe ich auch neulich einen Blogpost zu gemacht. Als Empfehlung sozusagen, weil ich benutze sie sehr, sehr gerne und eigentlich jetzt täglich zurzeit in Verbindung allerdings mit einer anderen Mascara. Mit der immer noch davor Lash Extensions als verlängernde und die für das Volumen. Und die gibt richtig gutes Volumen ab, so eine kurvige Form, wie ihr seht. Also sie bröselt nicht, sie hält den ganzen Tag und die Wimpern bleiben noch flexibel, was ich sehr gerne mag. Ich hasse es, wenn die so richtig hart werden und man so das Gefühl hat, dass die schon langsam abbrechen oder sowas bei einem Blinzeln oder so. Und dann mein liebstes Kleidungsstück war unter anderem dieser Mantel hier von Topshop. Ich liebe einfach diese Farbe, das ist so ein schönes Korallpink und ja, das hebt einfach die Laune und man leuchtet richtig. Man leuchtet sogar so sehr, dass letztens in der U-Bahn, Grüße an dich, falls du das siehst, die hat mich jemand erkannt, nur an des Mantels, so von hinten so. Ich habe dich zuerst mit dem Mantel, ich habe zuerst den Mantel gesehen, hat sie gesagt und dann ja, hat sie mich gehört und angesprochen, voll süß. Wenn man den erstmal so in der Hand hält, kann man das gar nicht glauben, wie leicht er ist. Aber er hält total warm, also er ist ja aus Wolle oder ziemlich viel Prozent Wolle ist da zumindest drin und deswegen hält er richtig schön warm. Aber man bekommt auch solche Mäntel jetzt, keine Ahnung, bei Zara habe ich sowas ähnliches gesehen, der war allerdings mehr pink, das ist ja mehr so Korall. Ja, oder sowas Mint. Ich glaube, Mint, Babyblau und sowas ist jetzt voll so überall. Aber ich finde es cool, mal was anderes, nicht immer schwarz und so. Und es ist schön, so wie so kleine Blütenblätter, die überall rumlaufen. Dann noch was super Praktisches und zwar so ein Handy-Charger, also so ein Aufladeding für unterwegs. Damit kann ich dann, wenn jetzt hier mein Telefon komplett leer ist, kann ich einfach hier so rein. Das muss man immer extra aufladen. Hier unten steht dann, wie
wie weit es geladen ist, und es lädt dann das Telefon auf unterwegs. Und das ist richtig cool und ich finde, das sieht auch gar nicht so schlimm aus. Ist auch gar nicht so groß oder sowas oder irgendwie es geht. Es ist viel schwerer natürlich, also man merkt das schon als vorher, aber es ist ganz cool eigentlich. Und ja, also ich habe nie mehr das Problem, dass ich unterwegs keinen Akku mehr habe, weil das ist das Schlimmste, oder? Ich hasse das. Ich bin so addicted to my phone. Wer nicht? Dann meine liebsten Filme wollte ich euch noch sagen. Musste ich jetzt integrieren, meine Filme, weil, ja, also wer fleißig meine Fall und My Weekends guckt übrigens, der weiß es schon, dass ich meine Jean-Claude Van Damme Wochen gemacht habe und fast jeden Film so geschaut habe oder die besten Filme. Und mein allerliebster Film davon oder von ihm ist Kickboxer. Yeah, Karate Tiger 3. Der ist einfach geil, den könnt ihr jeden Tag gucken. Der ist einfach toll. Also, den muss man gesehen haben. Wer, ja, den muss man einfach gesehen haben. Das ist so Filmgeschichte. Punkt. Dann noch einen aktuellen Film, den ich neulich gesehen habe, der noch im Kino läuft. Das ist, ich muss das ablesen, ne? Weil ich kann mir das nie merken. Zwei vom alten Schlag, genau, heißt der Film. Das ist der mit Sylvester Stallone und Robert De Niro. Ich liebe Robert De Niro. Und ja, der Film ist richtig lustig. Also er hatte richtig gute Witze drauf. Nicht schlecht, so harte Witze, so mehr so mein Humor. Fand ich nicht schlecht, also war schon cool. Ja, kann ich euch empfehlen, wenn ihr sowas sehen wollt. Wobei ich gerne Robert De Niro mal wieder in cooleren Rollen sehen möchte. Nicht mehr so sehr Comedy. So, und das war's dann auch schon. Schreibt mir mal euren Top-Favoriten im Januar in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und schaut euch noch mein letztes Video an, das verlinke ich euch hier. Das war nämlich ein, genau, von gestern, leckere Snack-Ideen, gesunde Snack-Ideen. Da, kennen. Vielleicht mal ausprobieren jetzt so am Wochenende und so. Und dann sehen wir uns, glaube ich, morgen schon wieder. Ja, schaltet morgen ein. Bis dann. Tschüss.